dran. Gekrönten Access Tower. Hier sieht man die Details. Kann ich nur bestätigen. Mach ein bisschen weiter runter. Ja, heute geht es grob um das Thema, werde ich mal andeuten, um das Thema Immobilien und Steuern. Denn viele Leute, sowohl Käufer als auch Verkäufer, fragen mich immer wieder zum Thema Steuern. Ja, ich sage immer, ich bin Makler, ich kann meine Erfahrungswerte oder das, was ich weiß, weitergeben. Aber dennoch, steuerliche Beratung sollte man mit seinem Steuerberater klären. Leider ist es so, dass viele Steuerberater sich nicht super mit Immobilien auskennen und mit den steuerlichen Vor- und Nachteilen. Ja, deswegen gehe ich mal auf einige Steuern, vielleicht werde ich nicht alle nennen. Die Immobilienexperten unter uns, die auch in diesem Video reinschauen, wissen das vielleicht alles schon. Wenn ich irgendwas auch vergessen habe oder nicht angesprochen habe, könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, um es zu ergänzen. Aber mir geht es einfach darum, auch für jeden Käufer, Verkäufer von Immobilien ein bisschen was anzusprechen, ja, zum Thema Steuern, weil da doch Unsicherheiten entstehen. Ja. Als allererstes, weswegen sind Immobilien überhaupt so interessant? Oder auch, warum verkaufen Leute irgendwann auch gewinnbringende Immobilien? Vermietete Immobilien kann man nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Eine Immobilie, die ich seit 10 Jahren vermiete, ja, gibt es immer wieder Eigentümer und auch Steuerberater, die sich super mit Immobilien auskennen, die ihren Mandanten empfehlen, nach 10 Jahren zu verkaufen, weil man einfach steuerfrei den Gewinn mitnehmen kann. Das heißt, den Gewinn muss man nicht versteuern. Wenn ich, jetzt mal plakativ gesprochen, die Immobilie vor 10 Jahren für 300.000 Euro gekauft habe, plus Erwerbsnebenkosten insgesamt vielleicht 330.000 Euro bezahlt habe, jetzt nach 10 Jahren die Immobilie für 500.000 Euro verkaufe, muss ich diese 500.000 Euro nicht versteuern. Habe ich netto in der Tasche. Den Gewinn, die 170.000 Euro, sind einfach netto. Ja, und deswegen empfehlen viele auch Steuerberater, nach 10 Jahren zu verkaufen. Weil wenn man sich das mal umrechnet, die Mieteinnahmen muss ich versteuern. Um 170.000 als Beispiel netto zu haben, muss man sich einfach mal runterrechnen mit dem eigenen persönlichen Steuersatz, wie lange ich die Immobilie vermietet lassen müsste, um so viel steuerfrei netto damit zu verdienen. Ja, deswegen ist dieses Thema Immobilien und Immobilieninvestments auch so super interessant. Das ist aktuell noch so. Mal schauen, wie lange das auch so bleibt. Aber jetzt muss man es eben ausnutzen, um wirklich steuerlich den Gewinn mitzunehmen. Und deswegen verkaufen viele nach 10 Jahren, um dann vielleicht mit dem Geld wieder eine andere Immobilie zu kaufen, um dann wieder nach 10 Jahren zu verkaufen. Achtung, bei eigengenutzten Immobilien ist das noch viel kürzer. Da scheiden sich teilweise die Geister. Mit dem einen Steuerberater, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, 3 Kalenderjahre muss man drin gelebt haben, die letzten 3 Kalenderjahre vom Verkauf aus. Das heißt, wenn ich die Immobilie, wenn ich eingezogen bin im Dezember 2019, kann ich im Januar 2021 steuerfrei verkaufen. Denn der Gesetzgeber geht nicht davon aus, dass ich damit spekuliert habe. Ich habe es ja für mich gekauft. Und nur weil die Wertentwicklung entsprechend gut war, werde ich nicht bestraft und muss die Steuern bezahlen. Andere Steuerberater sagen, man kann sofort verkaufen, wenn man selbst drin nur angemeldet war und vorher gar nicht vermietet hat, sondern sofort eingezogen ist, kann man auch nach kürzester Zeit schon steuerfrei verkaufen. Ja, da müsste man selbst nochmal wirklich ganz genau nachfragen. Wie gesagt, ist kein steuerlicher Rat, aber ich kenne es, dass man sicher ist, wenn man 3 Kalenderjahre drin gelebt hat. Und das wissen viele Eigentümer auch nicht. Ich hatte jetzt wiederum, hatten wir einen Anruf von einer Eigentümerin hier aus Frankfurt, die ihre Wohnung vermieten wollte über uns, weil sie auswandert wieder aus Deutschland. Die Wohnung vor 3 Jahren gekauft hat, haben wir sie gefragt, weil wir fragen immer die Leute, warum möchten sie vermieten, dürfen wir sie fragen. Hat sie gesagt, ja, weil ich die Wohnung vor 3 Jahren gekauft habe, ich wandere aus und ich will nicht den Gewinn versteuern müssen. Haben wir auch gefragt, ja, haben sie selbst drin gelebt? Ja, seitdem die Wohnung gebaut wurde, hat niemand anderes drin gelebt, außer ich. Ja, okay, dann können sie doch steuerfrei verkaufen. Wenn das der Grund ist, weswegen sie vermieten möchten, können sie steuerfrei verkaufen. Ja, wie? Ich dachte, nach 10 Jahren ist das so. Nein, wenn man selbst drin gewohnt hat, kann man steuerfrei verkaufen danach.
wenn man diese 3 Kalenderjahre drin gelebt hat, was der Fall ist. Jetzt bekommen wir die Wohnung zum Verkauf. Die Dame ist super glücklich, weil sie einfach auswandern kann und sich nicht irgendwie länderübergreifend Gedanken machen muss, finde ich den richtigen Mieter, wie ist es dann steuerlich, wenn ich in einem anderen Land lebe, aber hier die Mieteinnahmen habe und. Verschiedenste Themen. Deswegen, da geht es um den Gewinn, eben um den Veräußerungsgewinn. Es gibt noch andere Steuern im Bereich von Immobilien. Zum Beispiel, was auch super interessant ist, die steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Ja, zum Beispiel bei einer Immobilie, die man kauft und vermietet, die Miete, die Mieteinnahmen, die Kaltmieteinnahmen werden auf das Einkommen angerechnet und dementsprechend nach dem persönlichen Steuersatz her werden die versteuert, die Mieteinnahmen bei der Steuererklärung am Ende des Jahres. Aber man kann den Gebäudeanteil der Immobilie abschreiben. Ja, bei einer normalen Immobilie 2% innerhalb von 50 Jahren. Deswegen empfehlen auch viele, direkt im Kaufvertrag mit reinschreiben zu lassen, prozentual oder den Preis, den man bezahlt hat fürs Gebäude, wenn es ein Haus ist, ein Mehrfamilienhaus, und den Anteil, den man für Grund und Boden bezahlt. Weil auf Grund und Boden, den kann man nicht steuerlich abschreiben, aber das Gebäude kann man eben steuerlich abschreiben. Bei noch älteren Gebäuden, ich glaube, nagelt mich nicht fest, vor 1925 Baujahr, aber das müsste man nochmal genau prüfen, oder 1930 kann man sogar 2,5% abschreiben über 40 Jahre lang. Ja, das heißt, wenn ich 3% Nettorendite habe pro Jahr, kann ich schon mal bei einer normalen Immobilie 2% des Gebäudeanteils abschreiben. Wenn ich 20.000 Euro netto Kaltmiete habe, muss ich nicht die kompletten 20.000 Euro versteuern, sondern abzüglich des Gebäudeanteils. Plus, was noch hinzukommt, die Zinsen an die Bank kann man auch davon abziehen. Das heißt, man hat 2% Gebäudeanteil, Abschreibung linear über 50 Jahre und als Beispiel 1% Zinsen. Das heißt, 3% hat man schon Abschreibung. Wenn man 3% Nettorendite hat, plus minus am Ende null. Die ganzen Mieteinnahmen, die man generiert, die Kaltmieteinnahmen, muss man dann nicht versteuern. Der Mieter zahlt einem den Kredit ab. Wenn man vielleicht noch was dazu zahlen muss, okay, aber ansonsten zahlt der Mieter einem den Kredit ab und ich muss die Mieteinnahmen nicht mal versteuern wegen den Abschreibungsmöglichkeiten. Hinzu kommt, wenn ich Reparaturen an der Wohnung habe, kann ich das auch steuerlich absetzen. Ja, in den ersten 3 Jahren nach Kauf bis zu 15% darf das nicht übersteigen, den Kaufpreis, kann ich es voll absetzen, sofort, ansonsten wird es auch linear abgeschrieben. Ja, und da gibt es die 3-Gewerke-Regel, das ist sehr, sehr, sehr tief, kann man wirklich im Detail mal später eingehen, aber ich spreche jetzt nur einige Themen im Bereich Steuern im Immobilienwesen an. Hinzu kommt noch, bei einer Immobilie gibt es die Grundsteuer, die man jährlich zu leisten hat. Ja, das ist auch gemeindeabhängig, gibt es eben verschiedene Bemessungsgrenzen oder Bemessungen von den einzelnen Gemeinden. Was hinzukommt noch an Steuern, ist die Grunderwerbsteuer, die bei jedem Kauf anfällt. Aktuell hier in Hessen liegt die bei 6%. Grunderwerbsteuer vom Kaufpreis, vom gesamten Kaufpreis, der im Notarvertrag steht. Für die Immobilie zahlt man 6% Grunderwerbsteuer. Man sieht, der Staat verdient auch selbst sehr viel Geld. Die Immobilieninvestoren sind immer oder oftmals aktuell in der Politik werden die angegriffen. Aber durch die Immobilieninvestoren, durch Immobilientransaktionen, vielleicht auch nicht die großen Investoren. Es gibt auch Investoren, die eine einzige Immobilie kaufen und die vermieten, weil die Rente vielleicht nicht ausreichen wird, weil das Rentensystem vielleicht in 30 Jahren nicht funktionieren wird. Ja, gibt es eben auch Leute, die einmalig eine Immobilie kaufen und trotzdem 6% Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Oder auch Leute, die ein Einfamilienhaus kaufen für sich, für die Familie, zahlen 6% Grunderwerbsteuer. Dementsprechend gibt es so viele verschiedene Steuern, die mit dem Bereich, mit dem Thema Immobilien zusammenhängen. So tief kann ich gar nicht in einem Video eingehen. Das kann man gerne im persönlichen Gespräch klären. Oder auch, was ich empfehlen würde, auch mit dem Steuerberater. Vielleicht war man gar nicht so tief im Thema drin. Vielleicht hat man schon in Immobilien investiert, wusste man es noch nicht. Wovon ich nicht ausgehe, ich denke mal, jeder, der in Immobilien investiert hat,
wusste das alles schon, aber für jemanden, der das erste Mal kauft oder auch verkauft, dass er einfach diese Geschichten weiß und damit vielleicht mit dem Video auch zu seinem Steuerberater gehen kann und ihn nach Aufklärung fragt. Ja, einfach mal kurz angesprochen, nicht zu tief gegangen, aber dass man sich mal anfängt, Gedanken zu machen.